kleines Auspackerl-Video heute. Hallo erstmal. Ich packe ein paar Sachen aus. Ich weiß, da sind Gewürze drin und noch was anderes. Und ihr seid jetzt gefragt heute. Und zwar, was soll ich damit machen? Kommentiert unter das Video mit Hashtag mach Doppelpunkt. Also hier steht es nochmal, hier in dem Bereich. Genau. Und genau dann macht ihr einen Rezeptvorschlag, was ich damit machen soll. Spezifisch das Gewürz. Ich werde nachher dann nochmal langsam drüber fahren, dass ihr nochmal die Gewürze einzeln seht. Oder auch was sonst noch rauskommt. Und dann kommentieren, Hashtag mach Doppelpunkt. Und dann schreiben, ja. Und bitte nicht irgendeinen Krampf dahinter schreiben, sondern wirklich Rezepte oder eine Idee, einen Vorschlag, ja, der zu mir passt. Genau so machen wir das. Und ja, dann werde ich mir, ich denke mal, 3 Stück auswählen, wenn es genügend werden, und werde es dann dementsprechend machen. Okay, gehen wir rüber, schauen wir es uns an. 3 Backerl. Das erste kennt ihr schon. Das waren die Gewürze von McAllister, das Freddie Mercury. Ja, ist wahrscheinlich ein Pommesgewürz. Das ist, ja, außerhalb von Dings. Gyroslofs, klar. Klose habe ich schon verwendet, ist auch raus. Dann haben wir hier den Burgermeister. Der ist raus. Der ist raus. Der ist raus. Warum? Seht ihr im nächsten Video. Dann haben wir hier jetzt noch den Chuck Norris und den Stegosaurus. Die beiden sind mit drin. Gut. Dann habe ich hier ein Päckchen gekriegt. Da musste ich einfach vorher schon reinschauen, was da rauskommt. Zwei leckere Red Bull. Und ja, Gewürze. Einmal Schafskäse, ganz klar, was man damit machen soll. Dann haben wir hier nochmal ein Gyros-Gewürz. Rollbraten und Rouladen. Schwenkbraten-Gewürz. Gut, und lesen wir mal schnell den Zettel. Ja, ich bin heute wieder ganz, ganz frisch und Brille. Da tue ich mir einfach leichter zum Lesen. Hallo Michael, ich verfolge deinen Grill-Junkie-Kanal jetzt schon seit fast 6 Jahren. Wow. Auch den Street Fighter. Vielen Dank dafür. Und freue mich immer auf neue Videos von dir und hoffe, es kommen noch viele. Mit Sicherheit kommen noch ganz, ganz viele Videos. Das ein oder andere habe ich auch schon nachgegrillt. Wenn du was nachgrillst, Leute, Facebook, der Grill-Junkie, und auf die Seite einfach die Fotos mit draufsetzen. Oder bei Grillen mit Freunden könnt ihr dann auch Fotos reinsetzen. Oder auch in andere Grillgruppen und dazu schreiben, nachgegrillt vom Grill-Junkie. Ja, okay, Spaß beiseite. So, ich habe dir mal eine kleine Gewürzauswahl mitgeschickt von meinem Gewürzhändler um die Ecke. Vielen Dank. Der hat sehr gute Gewürze zu normalen Preisen. Teste sie mal und gib mir ein Feedback, wie sie dir geschmeckt haben. Mach weiter so und lass dich nicht ärgern. Ja, ich lass mich nie ärgern. Zumindest fast nie. Gruß, Matthias Kloß. Matthias, vielen, vielen Dank für die Gewürze und das Red Bull. Und schauen wir mal, ob jetzt hier Vorschläge kommen, was ich speziell mit deinen Gewürzen von deinem Gewürzhändler machen soll. Das ist im Übrigen, machen wir gleich noch ein klitzekleines bisschen Werbung, Gewürz Schwabe GmbH, Oselbachstraße 40, aus 2 Brücken, www.gewürze-schwabe.de. Kann man es lesen? Wird scharf? Ich glaube schon. Gut.
Geil. Freut mich wirklich. Dankeschön. Dann machen wir das letzte Paket auf von den dreien. Und das hier kommt aus Holland. Jawohl. Spätestens jetzt soll es jedem klar sein. Wir sind bei Dolly Sauce angekommen. Crazy Unicorn. Also verrücktes Einhorn. Dolly Dutch Style Mayonnaise. Tja, die werde ich heute auch noch probieren. Gut, dann haben wir das soweit. Und jetzt seid ihr gefragt. Also das steht hier jetzt alles. Den Schafskäse können wir, glaube ich, auch rausnehmen. Halt, ich habe hier noch ein Briefchen dabei. Ah, Dolly Dutch Style Mayonnaise. Aufgrund der hohen Nachfrage nach einer echten Mayonnaise mit niederländischem Geschmack habe ich mich entschlossen, diese köstliche Basissoße zu vermarkten. Diese cremige Mayonnaise eignet sich hervorragend als Basissoße für ihre eigenen Kreationen und eignet sich besonders gut für Pommes. Die Mayonnaise ist gluten- und laktosefrei, okay, und enthält einen Fettanteil von 80%. Dolly Sauce Crazy Unicorn. Die frohe Partysauce für Jung und Alt. Eine süße Pink Mayonnaise mit Kirschen. Hervorragend für einen festlichen Frühlingsburger geeignet. Die Soße ist auch gluten- und laktosefrei. Vom Jeffrey. Vielen Dank dafür. Da lassen wir uns was Tolles einfallen. Jo, also. Leute. Ihr habt zur Auswahl Gyros, Rollbraten und Rouladen, Schwenkbraten, den Shark Norris, naja, Fisch muss Schatzi dann essen und Patricia und Stegosaurus. Finisher. Das ist jetzt der Steakpfeffer. Ah ja. Okay, Leute. Das scheint ein Steakpfeffer zu sein. Ist raus aus dem Programm. Okay, dann haben wir noch die beiden Dolly Sauce. Gut, die Mayo wird wahrscheinlich auch raus sein. Aber die probieren wir jetzt ganz einfach noch auf die Schnelle aus. Einfach knallhart aus dem Finger. Lecker. Mit der braucht man eigentlich auch nichts machen. Aber hier könnt ihr einen Burger zum Beispiel empfehlen. Da aber dann bitte die Zutaten mit dazu. Also haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen zur Auswahl. Macht einen ordentlichen Vorschlag mit Hashtag mach Doppelpunkt und dann das Gewürz und dazu schreiben, was ich machen soll. Gut, dann haben wir es schon mit diesem kleinen kurzen Auspackvideo. Ich freue mich ja immer riesig über solche Pakete. Ja, Freunde, Vorschläge machen. Ich werde mal mindestens 3 Stück aussuchen, den Hashtag mach Doppelpunkt nicht vergessen und ja, dann sehen wir weiter. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, wird nicht lange dauern, weil ich verrate es gleich, ich mache heute noch einen Burger, eine Eigenkreation, wo mir so eingefallen ist, ja, und ansonsten warten wir ab, was ihr alles unter das Video drunter kommentiert und
ja, was wir dann daraus nachmachen. Ja, und ansonsten habe ich ja sowieso noch ein paar Ideen. Mhm. Ja, und das mit dem Opti-Grill hat sich auch erledigt. Morgen. Okay, das war's. Bis zum nächsten Video. Wenn es wieder heißt, mal Burger Time. Tschaikowski.